Ich sehe ja, Seminar kommt irgendwie Kehre im Kopf. So, weißt du, ich kann das irgendwie nicht vergessen, Mann. Weißt du, wie geil der Sex war? Ich schwör's dir, wir waren auf Wolke 7. Das glaube ich dir. Ja, und dann bin ich irgendwie runtergefallen von der Wolke 7. Und jetzt komme ich gar nicht in mein Leben klar. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Kiara, ich will dich. Sami? Morgen. Was hast du gesagt? Du willst mich? Ja. Ja, genau, Schatz. Ich will dich. Ich hab dich so wunderschön im Traum gesehen. Ah, du hast von mir geträumt. Ja. Du warst so sexy, ohne Scheiß. Es ist unbeschreiblich schön gewesen. Und es war richtig heiß, Schatz. Ja? Ja. Okay. Ja. Hast du Wasser da vielleicht? Wasser? Ah, ja, hier. Danke dir. Dann vielleicht können wir deinen Traum verwirklichen. Was ist los? Ja. Schatz, ich muss gleich auf Toilette. Ja. Ich muss pipi. Okay. Und dann muss ich mich vorbereiten für die Arbeit. Ich leide noch ein bisschen. Okay, aber du okay. Diese Abteilung. Ja. Was soll das jetzt? Seid ihr das neue Dream Team oder was geht hier? Kann man so sagen. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt mit Peggy zusammenzuarbeiten und damit wir beide ein bisschen auf Abstand gehen können. Für die Schnitteratmosphäre. Ich meine, ich habe gestern mit Peggy und Rick die Perücken ausgekämmt und das hat sehr gut gewiped und deswegen dachte ich mir, das kann jetzt erstmal auch so bleiben. Kann ja nicht schaden, wenn ich was von ihr lerne. Vor allem nach gestern. Deswegen. Also ich finde das auch eigentlich eine sehr gute Sache, weil ich meine, Peggy beherrscht Sachen, die du nicht so gut beherrschst. Du beherrschst Sachen, die Peggy nicht so gut beherrscht. Und deswegen ergänzt ihr euch da ja ziemlich gut und das ist für Chiara als Auszubildende echt ein Vorteil. Ich meine, so lernt sie doppelt. Ja. Genau. Ein bisschen an Vielfalt. Dein Stil, ihren ja. Stil, mache ich mein Stil draus. Ja, hat nur Vorteile. Ja. Kreative Ausweitung. Okay. Also wenn es nur Vorteile hat, dann mach das gerne so. Hab nichts dagegen. Cool. Und schön. Wenn du mich brauchst, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Nett von dir, cool. Wir müssen die Mattierung okay. Nochmal neu bestellen. Ja. Okay. Leute, kurze Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch entschuldigen wegen meiner Laune gestern, wegen dem Ausraster, wo ich dir die Aufgaben gegeben habe. Das war nicht korrekt von mir, das muss ich echt zugeben. Ja. Cool. Ja. Es sei dir verziehen. Und übrigens, das müssen wir mal auch wissen, dass das Handtücher aufräumen und so auch zum Job gehört. Ne? Ich meine, es muss sauber sein, alles aufgeräumt. Ne? Wir müssen hier professionell arbeiten. Stimmt's? Genau. Ja. Ja, wir okay. Machen dann mal weiter. Ja, guck mal rein hier. Sehr gut. Ehrlich gesagt kommt mir der Abstand zu Chiara ganz gelegen. Nach meinen feuchten Träumen von ihr. Alter, ich muss mal endlich klarkommen. Die Affäre ist vorbei. Ja, schön. Bitte schön, der Kaffee. Danke sehr. Hi. Achso, ja, der Rick. Hi. Hast du kurz Zeit wegen Bad und so? Boah, ist schwierig jetzt. Kannst du später kommen? Na, mach doch schnell fertig und dann. Nein, ist heute wirklich Katastrophe heute. Ich schaff's nicht. Ja, nicht. Wenn ich dir dein Bad mache. Oder deine Haare, was du willst. Ja, und du kannst alles machen. Ja? Ja? Traust du dich? Klar. Okay. Ich bin ja sowieso im zweiten Layer, dann darf ich auch an Kunden ran. Dann kann ich ja nicht ran. Mhm. Mhm. Soll ich deine Jacke mitnehmen? Auf jeden Fall. Okay. Kann ich mich schon hinsetzen? Ja, ja. Was ist eigentlich? Kannst du einmal kurz kommen? Ja. Bitte? Was? Einmal bitte. Ist auf jeden Fall. Willst du mich verarschen, oder was? Wieso? Dann kann ich ja nicht ran und dies und jenes, tralala. Was machst du, mein Kleid? Du machst ihn an? Ah.
Wir haben hier Kundschaft. Ja, wir haben hier Kundschaft. Was redest du gerade so mit mir? Ich will dir nur einen Gefallen tun. Ich weiß, wie voll dein Terminkalender ist, okay? Und da will ich dir einfach nur einen Kunden abnehmen. Was pisst du mir jetzt so an die Karre, ne? Das Problem ist, dass du mit deinem Arschwackelst und irgendwie bei meinem Bruder ja anflirtst und so. Das passt nicht. Guck mal, wie weiß, wie professionell das ist. Hey, wir wissen doch noch gar nicht, ob das passt. Chiara. Mann, du benimmst dich wie so ein Kleinkind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Du benimmst dich gerade wie ein Kleinkind. Psst, beide. Unprofessionell. Du hast eine Kundin ab, aber ganz schnell. Und ich will dir nur was abnehmen. Ich möchte mich echt entschuldigen. Wir müssen kurz eine wichtige Sache klären. Ein Glück, dass Rick damit einverstanden war, dass ich früher Feierabend mache und Peggy die Termine übernommen hat. Ich habe es in der Schnitte echt nicht mehr ausgehalten. Du bist mein Engel vom Himmel gefallen. Was machst du da? Es riecht super lecker. Schatzi, rate mal, was im Ofen ist. Rate mal, riech mal. Dein Lieblingsessen? Jalama. Jalama, bingo. Machst du auch Salat? Salat, genau, mach ich auch. Passt ja zum Jalama. Okay, ja. Dann schauen wir uns das mal an. Passt dann. Schatz, ich hab ein Handtuch an, aber pack mir das mit dem Daumen. Gut, ne? Aber wie lange dauert das? Noch ungefähr 8 Minuten. Dann kannst du reinhauen. Okay. Ja, Schatz. Ich hab eine kleine Vorspeise für dich. Schön, Schatz. Schön? Ja. Was sagst du dazu, schön? Ich sag dazu schön. Ja. Schatz, guck mal, das ist ja fertig, fast, ne? Das isst man ja warm. Und dazu auch das Salat. Aber das Salat, da fehlt Petersilie. Ich sag, Schatz, das ist wunderschön. Das Essen ist auch schön, aber wir brauchen noch Petersilie. Das ist sehr wichtig. Es geht nicht um die Petersilie gerade hier, Sami. Ich weiß, Schatz. Mit leerem Magen kann ich nicht so gut Leistung zeigen. Verstehst du? Deshalb. Ich verstehe nicht. Schatz, willst du mich wirklich verarschen gerade? Nein, Schatz, ich muss erst essen, damit wir dann das. Weißt du? Sami, ist das dein Ernst? Schatz, ich hol das schnell, dann komme ich, ja? Und Sucuk fehlt auch. Ich brauche morgen früh Sucuk. Sucuk? Ja. Ich komme. Ah ja. Mann, Abi, Alter. Schon wieder rufst du mich raus? Willst du was machen? Und dann rede ich wieder nur alleine, als ob ich gegen eine scheiß Wand rede. Was ist los? Stress mit Yasemin oder so? Nein, nein. Viel Arbeit. Ich meine, selbstständig sein ist doch nicht leicht. Ja, das ist immer so. Arbeit. Chef sein ist nicht leicht, Bro. Ja, nee, verstehe ich. Arbeit. Ja. Arbeit. Ach so, aber Digga, gut, dass du es ansprichst. Bro, warum hast du Chiara einfach weggezogen? Ja, ich habe mit der geflirtet, hast du das nicht gesehen? Ja, ich musste dir was Wichtiges mitteilen, deshalb hast du es. Was Wichtiges? Das hat Vorrang, deshalb war. Das hat Vorrang? Willst du mich verarschen? Ja, nee, wenn dein Bruder die fast knackt, dann zieht man die nicht einfach weg. Hä? Du kannst sowieso vergessen, du knackst die nicht, Bro. Die ist viel zu tough für dich, Mann. Die knackt nur ich. Ich hab dich schon geknackt, Digga. Was laberst du? Wie, du hast dich schon geknackt? Ja, okay, jetzt weißt du es, Mann. Ich hab die gebumst. Nein. Ja. Was bist du? Wie geil bist du denn? Hör auf, Mann. Alter. Ja, und jetzt? Also. Ist doch. Ja, kenn die doch. Ist mir doch egal. Ja, aber. Aber warum bist du jetzt denn? Ja, weil die kleine Affäre jetzt beendet ist. So, ja. Deshalb geht's mir ein bisschen beschissen. Das heißt. Sie hat's beendet. Und nicht du. Ja. Deswegen geht's mir beschissen. Deswegen geht's mir beschissen. Mir geht's auch deswegen beschissen, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, nach der Beendigung jetzt mit der kleinen Affäre, dass ich mich auf Yasemin konzentriere.
Aber was ist passiert? Ich sehe ja Sammy an, kommt irgendwie Kehre im Kopf. So, weißt du, ich kann das irgendwie nicht vergessen, Mann. Weißt du, wie geil der Sex war? Ich schwör's dir, wir waren auf Wolke 7. Das glaube ich dir. Ja, und dann bin ich irgendwie runtergefallen von der Wolke 7. Und jetzt komme ich gar nicht mehr in mein Leben klar. Da muss ich ständig an die denken, weißt du? Ja, du. Ja. Digga, laberst du, Alter? Alter, wenn ich so ein bisschen überlegen müsste und analysieren müsste, würde ich sagen, der Sami ist verknallt. Was du verknallt, Junge, Alter? Ja, ist das ein Knall oder was? Ich Wolke 7, Bro, hörst du die überhaupt selber zu? Weil, ja, ich glaube, du musst noch weiter Börek essen. Komm, ess mal ein Börek. Komm, that's safe. Ja. Trotzdem bin ich verknallt. Wow. Ganz ehrlich, Sami kriegt es nicht mal geschissen, seinen Platz aufzuräumen. Geht einfach wie so ein kleines Kind, motzt mich an, sucht die ganze Zeit nur Fehler. Ich wollte ihm doch nur helfen vorhin. Auf einmal rastet er einfach komplett aus. Wow, danke. Und dann hinterlässt er das auch noch so. Er ist doch mein Chef. Ist er dann nicht mein Vorbild? Ab jetzt hinterlasse ich auch alles so. Wenn das eh allen hier scheißegal ist und ich es hinterherräume, warum nicht, oder? Darf ich auch was sagen? Ja. Ja, wäre vielleicht machbar, dass du und Sami vielleicht ein bisschen Normalität hinbekommt. So ein bisschen normal zueinander sein, normal miteinander sprechen. Das wäre so schön. Klar. Ich auf jeden Fall. Ich bin sowieso neutral die ganze Zeit. Aber er sucht Fehler und reitet drauf rum. Er hasst mich, keine Ahnung. Was möchtest du mir jetzt damit sagen? Rick, ich würde damit sagen, dass ich das Gefühl habe, weil es einfach unglaublich anstrengend ist, entweder er oder ich. Einer von uns muss gehen. Das ist doch Quatsch. Okay, wow. Also gut, wenn du das Spiel spielen willst, das Spiel wirst du verlieren, weil Sami ist mit einem Tümor. Ja, und ja. Ich bin nur eine Auszubildende, ne? Dann gehe ich halt. Wenn das Clara, das Beste für uns alle ist, doch. Clara, das ist nicht das Beste. Sondern was das Beste für uns wäre, wenn ihr beide mal eure bescheuerte Ex-Affäre aufarbeiten würdet. Dass ihr euch mal abwissen benimmt. Danke. Ihr könntet vielleicht auch einfach mal versuchen zu reden darüber. Warum soll ich denn darüber reden? Für mich ist das Ding abgehakt. Clara. Für dich ist es genauso nicht abgehakt wie für ihn. Ich weiß, diese Eifersuchtsszene, ganz ehrlich, er hat nicht das Recht, eifersüchtig zu sein. Er hat eine Verlobte zu Hause sitzen, okay? Ja, du hast dich aber von Anfang an auch darauf eingelassen, also sorry. Ja, aber deswegen hat er nicht eifersüchtig zu sein. Chiara, ich möchte doch einfach nur, dass ihr beide versucht, vernünftig und erwachsen mit dieser Situation umzugehen. Ich weiß, er benimmt sich gerade wie ein kleines Kind. Du, dich aber genauso. Das stimmt nicht. Doch. Ihr tut euch da beide nichts. Er übertreibt gerade mehr, ja, aber... Kriegt's bitte hin, das ist für unser Arbeitsklima hier echt tödlich. Versuch du, die Erwachsene zu sein, wirklich, bitte. Ey. Bin ich doch schon die ganze Zeit, deswegen werde ich das Gespräch doch weiter, dann suchen doch nichts. Und werde das mit ihm klären, damit es ihm dann einfach, damit für uns. Danke. Ich werde mein Bestes geben. Räum dann jetzt seinen Platz auf. Das finde ich übrigens trotzdem nicht okay. Das so zu hinterlassen. Und? Hast du die Petersilie geholt? Es tut mir leid, Schatz. Es tut mir leid, dass ich dich einfach hier hängen lassen habe. Und ja, Petersilie war nicht da, ich kann dir das alles erklären. Da gab es keine Petersilie mehr und dann habe ich spontan alle angerufen. Da meinte ich, ich habe ein riesengroßes Problem. Nur du kannst regeln. Und dann war ich schnell bei Ali, hab die Sache geregelt und dann war es schon zu spät und dann habe ich es nicht geschafft. Sami, du könntest mir auch Bescheid geben. Ich weiß, es war nur so, in dem Moment, das Problem war sehr groß. Da war ich ein bisschen hin und so. Ja. Deshalb, Schatz, ich möchte... Ich bin mit dir glücklich. Ich bin glücklich, wenn wir was essen. Ich hatte mich mega gefreut aufs Essen. Ich bin aber halt, ich möchte für die Familie da sein. Du bist natürlich auch Familie. Also wir sind eine Familie und ich versuche immer jeden da. Ja, deshalb, es tut mir vom Herzen leid. War nicht korrekt. Nächstes Mal sprich bitte mit mir. Versprochen. Okay, also Entschuldigung angenommen. Ja. Okay. Dann sollen wir dann da weitermachen, wo wir gerade eben nicht anfangen konnten. Ach, Sami. Ja?
So, mein Schatz. Okay. Die Sache mit Chiara ist durch. Ab sofort gibt es nur noch Yasemin. Und das Ding ist bei Sami, Digga, der kommt nicht weg von ihr. Sei bitte mir ehrlich. Ich bin ehrlich. Wirklich? Betrügt er mich? Was ich weiß jetzt alles. Hörst du mich? Was weißt du denn? Hörst du mich? Nee. Aber nee. Ich muss mich. Ich dusche mich jetzt. Findet Katie jetzt, dass ich unangenehm rieche? Warte. Etwas hier stinkt wirklich schlimm. Ey, das muss mein Parfüm sein. Was zur Hölle ist denn damit passiert? Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe mit dem Kuss. Aber es kam nichts von mir. Ich würde dich niemals betrügen. Du bist auch das einzige Mädchen, was ich küssen will.